Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 12. November 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine abnehmende Mondphase und steht in Verbindung zum Stern Cosma. Dieser Stern Cosma bedeutet übersetzt Gürtel oder ein Band und es ist eine Botschaft, was die Mondenergie vermittelt, die richtigen Verbindungen zu suchen im heutigen Tag. Warum die richtigen Verbindungen? Weil es kann auch Einflüsse sein oder Verbindungen sein, besonders was die Gespräche betrifft, was zu Missverständnissen führt oder die anderen hat eine andere Meinung oder Kontakte von Vergangenheit und auch Enttäuschungen. Also es bedeutet nicht unbedingt, dass wir nur tolle Kontakte haben und Verbindungen, sondern das sollen wir ein bisschen sortieren. Aber das erkläre ich dann bei den einzelnen Tierkreiszeichen. Unserem Planet Erde nähert sich zum Stern Capulus. Und Capulus wird in den nächsten Tagen einen Einfluss nehmen auf unseren Planet Erde. Und dieser Stern Capulus befindet sich im Sternbild Perseus. Perseus hat Andromeda befreit. Und wir brauchen auch diese Befreiung, damit wir einen festen Boden haben unter unseren Füßen. Das, was die Energie Erde vermittelt. Wer ist dieser Perseus? Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste und sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Sie haben sich natürlich beschwert bei Poseidon, der Gott des Meeres, und Poseidon schickte die Walfisch zu dem Königreich, die Königin zu bestrafen. Dieser Walfisch nahm dann die Königstochter Andromeda und fesselte zu einem Felsen. In der Nähe befand Medusa, die furchterregende, und Andromeda hatte Angst gehabt, war aber in diesem Felsen gefesselt, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fessel und die beiden, Andromeda und Perseus, haben sich verliebt und mit dem geflügelten Pferd Pegasus davon geflogen. Und das symbolisch bedeutet, von Ängsten zu befreien, weil das gibt uns Flügel, das gibt uns Atem. Und in dieser Richtung bewegt sich unser Planet Erde, somit hat Perseus bald einen Einfluss auf unseren Planet, was uns Sicherheit, Stabilität gibt. Eine feste Boden unter unseren Füßen und das erreichen wir, wenn wir uns befreien von unseren Ängsten. Also das ist mal der Einfluss auf unseren Planet. Die Sonne hat auch einen Einfluss von dem Schlange Unukalhai und diese Schlange, was die Schlangenträger im Hand hält, diese Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der Sohn von Apollo, die Geschichte habe ich gestern erzählt im Tageshoroskop. Interessant ist auch zum Erwähnen, dass dieses Sternbild, also nicht der Schlange, sondern der Schlangenträger, befindet sich auch im Ekliptik, wo die 12 Tierkreiszeichen miteinander verbunden sind. Also rein theoretisch könnte das die 13. Tierkreiszeichen sein. Und jetzt schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen an, ohne diese 13. Schlangenträger oder Asklepios. Die Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond bewegt sich hier.
Also hat ein Einfluss auf uns alle, aber diese Emotionen spüren auch die Jungfrau Geborenen und Mond hat einen Einfluss von Merkur und das sind die Kontakte, Handlungen, Verträgen, Terminen und Gesprächen und da entsteht eine Spannung zwischen Tierkreiszeichen Jungfrau und Tierkreiszeichen Schütze. Entweder unangenehme Nachricht, eine schwierige Gespräch oder Meinungsverschiedenheit oder ein Streit kann auch bedeuten, dass die Jungfrau Geborenen trifft, aber auch die Schützen Geborenen warten auf eine Nachricht oder auf einen Termin oder einen Vertrag und es kommt nicht. All das vielleicht überprüfen. Das bestätigt mir auch, dass die beiden Glücksplanet Jupiter und Venus wirkt auch auf dem Tierkreiszeichen Jungfrau und vermittelt eine gewisse geheime Haltung, Zurückhaltung oder Geheimnisse. Also es ist eine klare Botschaft, besonders für die Jungfrau Geborenen Schweigen. Alles, was sie so vorhaben oder Thema Liebe, Partnerschaft, eher zurückhaltend sein und nicht viel reden und die Gespräche meiden, weil das kommt nicht nur dieser Merkur-Einfluss, was blockiert die Gespräche bei Jungfrau Geborenen und auch bei Schützen Geborenen, sondern auch ein Neptun-Einfluss, was auch zu Enttäuschungen führen kann. Also für die Jungfrau Geborenen rate ich für heute schweigen, die Gespräche meiden. Wenn sie Erwartungen haben, dann ein bisschen Geduld, bis diese Nachricht kommt. Also nicht aus die Ruhe kommen und vorsichtig sein, was man vermittelt, wie man vermittelt und von wem was vermittelt, weil das kann zu Enttäuschungen führen. Und dieser Kontakt kann auch jemand sein von der Vergangenheit. Schließe ich nicht aus, weil Neptun ist rückläufig. Also zeigt etwas an von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Kraft und Mut. Die Wagengeborenen können mit einem guten Gespräch rechnen oder mit einer guten Nachricht. Bei Wagengeborenen wichtig ist Bekanntschaften, Freundschaften oder ein Verein oder eine Partei, aber auch die berufliche Situation. Und die Wagengeborenen haben einen beruflichen Erfolg, Aufstieg oder eine neue Arbeit, Erfolg oder ein Arbeitsvertrag kann auch bedeuten oder ein Vorstellungsgespräch, was Glück bringt für die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpion Geborenen haben eine tolle Energie, also sie haben jetzt Ansehen, sie bekommen Anerkennung, sie haben tolle Ausstrahlung, sie können sich selbst zeigen, präsentieren, bekommen sie Lob und Anerkennung. Also wunderbar, was die Skorpion Geborenen betrifft. Die Tierkreiszeichen Schützen Geborenen ist wichtig, die Gespräche bewegt sich auch etwas, die Handlungen auch, aber heute kommt ein Mondeinfluss, was die Gespräche hindert. Das kann eine unangenehme Nachricht sein, kann auch sein, dass eine Information kommt und das macht die Schützengeborenen wütend und dann kommen die Gefühle hoch, also eher meiden die Gespräche. Wie ich schon erwähnte, kann auch bedeuten, dass sie warten auf etwas und es kommt noch nicht und das enttäuscht oder macht wütend die Schützengeborenen. Ansonsten gibt es auch tolle Einflüsse von Uranus und das sind die Veränderungen, Umbrüche, unerwartete Ereignisse, also gute Einflüsse gibt aber auch. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen fühlen sich müde, kraftlos und sie sollen die Ruhe bewahren, die inneren Kraft spüren, mit ihren eigenen Werten bewusst sein. Die Selbstwertgefühl ist gerade wichtig und sie haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume, das auch ernst nehmen und als Ziel setzen und nicht aufgeben. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren möchten etwas bewegen und sie haben das Gefühl, es stagniert sich alles, es bewegt sich nichts voran. Trotzdem haben sie Kraft und Mut und probieren das nochmal. Es verbessert sich in die Tage. Die Wassermann geborenen können mit einer guten Nachricht rechnen oder wichtigen Gesprächen. Vielleicht nicht heute, aber das bewegt sich in nächster Zeit.
Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Es kann sein, dass Kontakte kommen bei vielen Fischengeborenen von Vergangenheit und es bringt alles aus dem Gleichgewicht. Das enttäuscht eher die Fischengeborenen, also die Ruhe bewahren und auch die Gespräche achten, welche Informationen kommen. Also kann hier auch eine gewisse Spannung entstehen durch die Gespräche oder Nachricht oder durch die Information. Trotzdem die Ruhe bewahren, das innere Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben eine ganz tolle Energie. Es sind Umbrüche, Veränderungen. Die Wiedergeborenen haben die schöpferische Energie, die schöpferische Kraft und sie werden einiges verändern in ihrem Leben, aber achten Sie bitte darauf, dass das die Kraft richtig einsetzen, weil es kann passieren, dass alles zu viel ist und kommt eine Stresssituation, dann fühlen Sie sich kraftlos, also auch die inneren Gleichgewicht achten und nicht aufgeben, sondern Ihren Zielen bleiben, weil das Erfolg ist da, also oder kommt dieser Erfolg. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtige Thema Liebe, Partnerschaft. Aber nicht nur warten, sondern etwas selbst in Bewegung setzen oder die Kontakte suchen, das ist auch sehr wichtig. Und das passt ganz gut, die Einfluss von Zosma auf dem Mond, dieser Stern, was übersetzt Gürtel bedeutet, die Kontakte zu suchen, die Verbindungen zu suchen, das passt ganz gut für die Stiergeborenen. Also nicht nur warten, sondern die Kontakte suchen und die Liebe, Partnerschaft in Ordnung zu bringen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist auch sehr wichtig, Liebe, Partnerschaft und auch wichtig die Gespräche. Aber nicht nur warten, sondern selber handeln. Die Gespräche suchen, die Kontakte suchen, auf anderen zuzugehen oder zuhören, was die anderen sagt. Oder ein Rat kommt von außen und das kann wichtig sein für die Zwillingsgeborenen. Hier gilt auch, was ich gesagt habe, dieser Einfluss von Zosma, dieser Gürtel, die Verbindungen kann auch eine Bedeutung sein, nicht nur bei den Stiergeborenen, sondern auch bei den Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist alles stabil. Es ist eine Wandlung. Momentan ist eine innere Wandlung. Das bedeutet die Gefühle, die Einstellung vielleicht auf etwas oder die Gefühle wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl, das Loslassen. Sie befinden sich gerade in diesem Loslassungsprozess, in diesem Transformationsprozess. Und das ist die innere Veränderung. Und sie erleben auch, dass sie spüren diese inneren Kraft. Und dann kommen die Veränderungen in die nächste Zeit, weil ändert sich das etwas in die Liebe, Partnerschaft oder in die beruflichen Situation. Momentan, das ist die Vorbereitungsphase und es ist wichtig, die Gefühle zu betrachten und da von diesen Gefühlen wie Angst loslassen. Also in diesem Prozess sind gerade die Krebsgeborenen, ansonsten ist alles stabil. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen, aber sie haben auch das Gefühl, momentan, so wie bei Wassermanngeborenen auch der Fall war, dass sie sich eingesetzt haben um etwas oder sie haben etwas Neues bekommen und momentan stagniert es alles oder haben Hindernisse auf eine Reise, aber ein bisschen Geduld noch, weil das kommt auch in Bewegung, kommt auch im Fluss und die kommenden Tagen kommt auch die Begeisterung und die Leichtigkeit. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit des Maß, geschnitten, berechnen, beschreiben. Und das können Sie gerne bestellen. Und dann bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Und wenn Sie Fragen haben, wie zum Beispiel, liebt er mich noch?
Kommt er zurück? Sehe ich ihn in kommenden Tagen? Soll ich in dieser Wohnung bleiben? Kommt eine berufliche Veränderung? Werde ich auf die Reise gehen? Soll ich diese Schulung machen? Und. Und diese Fragen zu beantworten ist nicht zeitaufwendig. Und da empfehle ich Ihnen die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie beschreiben Ihre Situation, stellen Sie Ihre Fragen, bitte dazu schreiben die Geburtsdatum, wenn möglich ist mit Uhrzeit und Geburtsort und ich beantworte diese Fragen blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.